Hallo und willkommen heute bei dem Spiel Mensch Simulator. Okay, das ist Start 2. Und jetzt wollen wir mal gucken, die Optionen. Wir haben hier diese Optionen und so weiter, klar. Das Spiel. Ich wollte eigentlich jetzt diesen Charakter erstellen, aber anpassen wahrscheinlich hier oben. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Allgemein, erstmal die da. Das sollte mal ein bisschen mehr schlafen, die hat Augenringe bis zum Fußboden. Allgemein. So, ein bisschen schlecht mache ich hier. Einen großen Unterschied macht das aber nicht beim Hautton. So. Ehrlich gesagt, ich sehe. Okay, doch, ich sehe einen Unterschied. Haarstoppeln. Gut, da sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ohren kann man ja nicht sehen, Kopfform. Gut, mal gucken. Lass mal die mal so, die gute Frau. Haare. Mach mal hier Helligkeit. Ja. Schwab ist in Ordnung. Okay. Kannst ja auch eine voreingestellte Farbe nehmen. Nimm mal die hier, die sieht so aus wie das, wie der Dreck auf dem Boden. Nase. Ja, du bist ja nett. Kann ich die Frau drehen? Ja, cool. Man kann den Kopf drehen. So, zeig mal deine Nase. Bei mir flimmern die Haare so. So, Kurve. Oh, das ist eine Chance und das ist eine gerade Nase. Die Spitze. Oh Gott! Geh mal auf zufällig. Unten links. Nee, dann muss ich ja wieder alles neu machen. Oh Gott, das ist furchtbar. Oh, und der Nasenwinkel. Ist egal, ich lasse es mal so. Die Augen. Da kommt eine schrecklicher als die andere bei raus. So, rote Augen. Ja, die sollen schön leuchten, die Augen. Oh Gott, das ist furchtbar. Augenform. Wir gehen einfach mal alles durch hier. Lass mal was so. Die Höhe. Wie die Höhe? Ja, lass mal die Mitte. Die sieht halt etwas behindert aus. Aber dazu müsste ich mal so machen bei der Tiefe. Oh Gott, schau doch mal die Augen an. Das ist doch. Die klopft hier richtig raus. So, na? Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Schmal? Zeig dich mal von vorne. Lass mal die Mitte. Das sieht sonst so ein bisschen merkwürdig aus. Augenbrauen. Augenbrauenhöhe. Aber mir flackert der Bildschirm manchmal, das stimmt schon. Augenbrauendichte. Wir geben ja mal so richtige Männer Augenbrauen.
der Mund. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied. Mundform. Ja, ist okay. Boah, die ein großes Maul. Dann lassen wir mal normal. Die Höhe? Soll ich kurz Spaß einen Mann erstellen? Ja, du kannst ja mal einen Mann machen. Ich hab ein gerade voll hübsches Mädchen. Sieht viel schöner aus als deins. Willst du mal kurz rüber gucken? Ich will ja kein hübsches Mädchen machen. Nee? Guck mal. Ja, deine hat aber lange Haare, wa? Na, deine hat dann noch deine Haare. Hat kurze Haare. Ich habe lange Haare. Ja, aber die hat große Augen. Du kannst eine andere Augenform nehmen. Gott, die war beim Zahnarzt. So, jetzt machen wir wieder normal. Guck dir mal die Kopfform 3 an, die ist hübsch. Du, ich bin dir gerade deinen Kopf weg. Ach so. Also, okay, ich mach dann mal einen Mann. Oh Gott. Machen wir mal zufällig. Du kriegst dann einen richtigen Männerunterbiss. Wünsch dir mal eine Haarfarbe. Kinn? Ich hab. Kannst weiß nehmen. Eine weiße Haare? Ja, warum nicht? Ist das nicht langweilig? Ich habe so einen richtig alten Opa. Der sieht aus wie der Opa von Heidi. Okay, Alter. Nein, das war ich nicht. Oh Gott, das ist ja einer schlimmer als der andere. Ah, da werden einmal nur mehr Falten gezeigt, oder? Kann ich mal ein bisschen mehr ran, dann wird die ein bisschen mehr sehen. Brustgröße. Kurvig. Gut, Gewicht. Oh, der sieht aus wie der Halsstock-Typ. Muskulös. Die ist auf dem Bauernhof, also die hat kein Gewicht, die muss ja viel arbeiten. Und dafür hat sie mehr Muskeln. Alter, was machen wir? Eine alte Oma draus. Kannst du mal eine ganz junge machen? Eine ganz junge? Oh Gottchen. So richtig jung. Ja, ich wollte eigentlich eine ganz alte machen, aber jetzt habe ich eine ganz junge. Der sieht aus wie ein Schimpanse, guck mal. Ach du, ich kann jetzt nicht ständig rüber gucken. Nur einmal bitte. Der sieht aus wie ein Schimpanse. Ich seh's doch gleich, wenn du fertig bist. Oh, ich nehme den nicht, das wird so furchtbar. So. So, weiße Unterwäsche, ist okay. Rock. Mann, die sind alle so furchtbar. Kurze Hose, Jogginghose, Leggings. Mach mal hier. Ein Weiß, damit so schön alles sichtbar ist. Okay. Unterkörper, Schuhe. Wir geben ihr mal Sandalen. Hände. Verschiedene Sonnenbrille, Fliegerbrille, Kreolen. Okay, alles weg von den beiden. Oberkörper. So. Ärmelloses Hemd. T-Shirt. Auch ein Weiß. Ein Hemd wäre schon ganz praktisch. Hier, ein Hemd. Und dann muss ich wieder nach vorne. So. Damit das aus dem Hemd passt. Gut, dann haben wir erstmal den Körper erstmal soweit fertig. Speichern. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Hat er gespeichert? Ach, da oben rechts. Gut. Uiuiuiui. Okay, jetzt müssen wir mal...